Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Merlin Plays Volcano Blog. Ja, machen wir wieder weiter in unserem Mount Doom. Und zwar werden wir heute im Questbook ein bisschen weiterschauen. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, wir gehen mal kurz runter. Ich habe die ganze Zeit Ich habe mal ein, zwei Nächte das laufen lassen. Und ihr seht es selber, da ist einiges passiert. Die Lava Quest haben wir, ja, 50%. Da haben wir, ja, 45%, sage ich mal. Da haben wir 35%. Und da haben wir schon 60%. Also da geht wirklich was vorwärts. Und jetzt haben wir quasi 1, 2, 3, 4 Stück. Ja, die sich eigentlich von selber fertig machen, muss man sagen. Aber wie gesagt, heute geht es nicht um die Endgame-Quest, sage ich jetzt einmal, sondern es geht um das Questbook, dass wir da ein bisschen vorwärts kommen. Kleine Info noch, ich habe mir, ja, ihr seht es selber, ich habe es bloß noch 95, also bloß noch 95 Level, muss man sagen. Und ich habe da einfach mal Unbreaking 3, Efficiency 10 und Fortune 6 drauf gemacht. Also, das Teil macht jetzt richtig Bock, seht es selber. Und genau, auf jeden Fall, wie gesagt, in der Questbook. Wir waren stehen geblieben, wir haben den Mana Pool gebaut, aber der ist leider immer noch leer. Deswegen sollen wir jetzt unser erste Endoflame machen. Okay, und das Ganze machen wir im Petal Apothecary. Sprich, wir brauchen noch einiges an Zeug. Wir brauchen Ember Crystal, Fire Diamond und Molasses. Schauen wir nochmal, ob wir das alles haben. Ember Crystal, kein Problem. Dann Fire Diamond haben wir auch. Nur das letzte, das haben wir mit Sicherheit nicht, weil das habe ich noch nie gesehen. Molasses. Ah ja, okay. Das können wir uns einfach herstellen, indem wir das durchschmelzen. Ich glaube, zwei Stück haben wir gebraucht. Zack, und jawohl, da haben wir das Zeug. Sehr schön. Ich glaube, wieder nicht reingeschiftet. Wir brauchen noch einen Seed. Ja, und einen Wassereimer, den habe ich dabei. Den holen wir einfach aus dem Calculator raus. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir runter und craften uns doch das ganze Stück einmal. Einmal dieses hier. Zack, 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 zack. Und jawohl, wir haben die Endoflame. Ich möchte aber das Ganze hier nicht auf der Endoflame aufbauen. Ich habe mir was anderes überlegt, aber ja, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Was haben wir denn da? Ah, wieder das. Ich habe mir es immer noch nicht angeschaut. Sorry dafür. Ja, jetzt haben wir nur das Problem. Jetzt müssen wir den Runik-Altar craften. Okay, der sollte kein Problem sein. Okay, naja, man kann sich da mal überraschen lassen. Die Frage ist nur... Spawn Greater Sprite. Oh! Die Volcano Master Trophäe. Gaia Guardian Set. Sprite Guardian. Heart. Pharaoh Heart. Dark Nether Star Block. Idol of Labor, Friend Dust, Dragon Egg, Steel Donuts. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich wollte ich was anderes nachschauen. Da komme ich schon ganz durcheinander mit dem ganzen Zeug. Denn wir werden da auf jeden Fall... Okay, das finden wir da drin gar nicht. Eine andere Blume machen. Es ist nur die Frage, wie gehen wir jetzt davor? Wir brauchen das Teil auf jeden Fall. Sprich, wir machen uns jetzt einfach mal... Ich muss mir da was Schönes überlegen. Wenn ich mal Zeit habe, überlege ich mir da was Schönes, wie wir das Ganze aufbauen. Hallo? Das hätte ich bitte gerne. Weg, dankeschön. Genau, und das Teil da drauf. Und Mana Spreader haben wir uns, glaube ich, aufgehoben gehabt. Genau, sehr schön. Den pflanzen wir da her. Und connecten wir das Ganze nochmal kurz. Zack, zack. Müssen wir auch noch connecten. Jawohl, jetzt passt das Ganze. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch ein bisschen Brennmaterial. Ich fülle mal bloß den Wasser einmal kurz wieder auf. Und da würde ich sagen, nehmen wir doch einfach unser altbekanntes Zeug her. Wo haben wir denn das? Nein, ich glaube, das ist ganz oben. Bit-O-Heat. Ich habe uns jetzt nicht raussuchen können, weil ich den Namen nicht gewusst habe. Ich hoffe, dass der das verbrennt. Sonst haben wir nämlich da ein bisschen ein Problem. Okay, er verbrennt es.
Ich schmeiß jetzt einfach mal den ganzen Stack hin. Dass wir einfach ein bisschen an Mana bekommen. Denn wir müssen als nächster den Runic Altar machen. Den Mana Diamond. Ui, der ist teuer. Puh. Der ist teuer. Was war das andere? Mana Pearl. Ist billiger, oder? Der ist fast Hälfte. Ja, der ist definitiv billiger. Und sogar billiger zum Craften. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir uns doch einfach mal die Mana Pearl. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Chorus Pearl. Zack. Genau, und da müssen wir es jetzt bloß schaffen, dass wir die einmal umwandeln können. Das wird jetzt eine Zeit dauern, leider. Ist die Frage, sollten wir da vielleicht unser Standard... Ich glaube, da bauen wir unser Standardteil auf. Wobei, ich muss das jetzt einfach kurz abwarten. Ich warte kurz ab, bis wir da genügend haben. Und dann machen wir weiter, beziehungsweise... wir haben noch gar kein... Haben wir doch Living Boots, haben wir, oder? 6 Stück haben wir. Das reicht aber. Beziehungsweise, wir können uns einmal währenddessen schon mal um die Vines kümmern. Denn wir brauchen ja normale Vines, haben wir gesagt, um den Mossdown zu machen. Genau, den Mossdown können wir dann umwandeln. Steht dann in den Ancient Mossdown. Sprich, wir brauchen auf jeden Fall eine Vine-Produktion. Okay, das kann man nicht anders produzieren. Und ja, da haben wir uns ganz was Einfaches überlegt, ganz was Klassisches überlegt. Wir werden hier einfach... Das muss ich auch erst wieder besorgen. Wir werden hier einfach eine kleine Weinfarm bauen. Okay, dann warte ich das kurz ab und besorge nebenbei noch... Oh, zu weit. Genau, das ist nicht despawned. Und besorge nebenbei noch ein paar Weins. Und dann können wir da wieder weitermachen. Okay, ich habe jetzt mal ein kleines bisschen umgebaut. Ihr seht es selber, die beiden habe ich abgebaut. Da brauchen wir nur noch eines. Das ist ja nur noch für den Handgebrauch, wenn wir mal irgendwas Spezielles haben müssen. Wahrscheinlich brauchen wir es eh nicht, aber ist egal. Passt doch schön her. Und da kommen dann die beiden großen Farmen hin. Jetzt habe ich das da eingesammelt wieder. Weg damit, genau. Und was ich überhaupt nicht verstehe, ah ja, kurze Info noch. Hier habe ich jetzt einfach mal ein paar Weins hingepflanzt. Die lasse ich jetzt bis runterwachsen. Dann baue ich das Ganze mit der Schere ab. Und dann müssen wir uns da eine schöne Farm überlegen. Sprich, wir haben schon mal die Vorbereitung für mehr Living Wood. Sollte also kein Problem sein. Und ich habe geschaut, wir haben oben, glaube ich, 24.000 Steine, Cobblestone. Also daran soll es auch nicht scheitern. Genau, und jetzt zu dem, was ich nicht verstehe. Ihr seht es selber, da ist ein ganz kleines Würstelchen oder ja, das Zipfelchen da hinten an Mana drinnen. Wenn man sich jetzt da das anschaut, dann schaut es anders aus. Aber ich kriege da den Haken. Sprich, ich schmeiß das da rein und wir haben das geschafft. Sehr schön. Sprich, wir können jetzt endlich unseren Runic Altar, nicht Alter, nein, nicht schlecht. Runic Altar, wo haben wir denn? Ja, das ist nicht im System. Mann, ist das nervig. Also das System ist an sich super, also man kann da wirklich extrem viel machen. Aber dass er das nicht erkennt, wenn er das im eigenen Crafting-Table schon am richtigen Fleck hat, finde ich ein bisschen strange. Aber naja, okay, nichts ist perfekt. Dann würde ich sagen, wir packen das einfach mal. Ja, wie gesagt, das ist momentan alles ein großes Provisorium. Müssen wir nur schauen, wo wir das dann genau hinbauen. Hauptsache, ich beschäftige mich mit dem, was in Zukunft kommt. Und platziere aber nicht das, was wir jetzt im Moment brauchen. Ja, sorry mal. Okay, der Altar hat jetzt Power. Und wir können jetzt genau einmal... Wir bekommen 4 Diamonds. Ja, why not? Wir können jetzt genau einmal irgendwas machen, denn man muss ja zum Schluss immer den Living Root draufpacken, Living Stone draufpacken und den haben wir bloß noch einen. Sprich, wir könnten uns da so Shards bauen. Und eine Shard, die wir brauchen werden, wenn ich es denn finden würde, genau, die Rune of Earth, die werden wir brauchen für die Thermalily. Jetzt habe ich es gesagt, mit der will ich arbeiten. Wir haben ja sowieso eine Lava-Produktion, sprich, es sollte schön funktionieren. Dafür brauchen wir die Rune of Earth. Dafür brauchen wir das Dark Soul. Okay, das haben wir schon mal gemacht gehabt. Mana Powder.
Inferno Fuel, okay, das ist überhaupt kein Thema nicht. Mana Steel ist es auch interessant. Wir brauchen da Soul Steel. Dafür brauchen wir Raw Soul Steel. Und dafür brauchen wir das da und das da und das da. Also, ja, es wird einem wirklich nicht einfach gemacht. Aber auf was ich eigentlich raus wollte. Ich hab schon wieder verschlammt. Genau, Apple Cello, Seed of Life haben wir auch schon gehabt. Apple Cello ist auch bloß Apple Powder. Das sollte auch kein Problem sein. Block of Egg Charcoal. Dafür brauchen wir Egg Charcoal. Dafür brauchen wir Eggs. Genau. Sprich, wir müssen uns damit darum kümmern, dass wir Hühnchen bekommen. Jetzt habe ich nicht geschaut. Hätten wir die vielleicht sogar anders machen können? Wir können die mit dem Chemical Combiner machen. Ich wollte jetzt das Mob Farm ausbauen, auch, ja, rausholen. Und wie macht man den Calciumcarbonat? Also ein Sponge. Okay. Ich sehe es schon. Wir holen uns kurz den Spawner raus. Genau, den bauen wir jetzt einfach da auf. Und dann muss ich mal eine kleine Chicken Farm bauen. Ich sollte vielleicht erst einmal die Chicken Farm bauen und dann erst weiterbauen. Ich glaube, das macht Sinn. Wir brauchen auf jeden Fall einen Hopper. Dann nehmen wir einen Speedy Hopper. Because why not? Und einen Importer. Und ein bisschen Glas vielleicht. Funktioniert das mit dem? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Doch, der müsste das eigentlich trotzdem einsammeln. Ansonsten muss ich es halt austauschen gegen anderes. Die Befürchtung ist, dass auf der Kante jetzt von dem Hopper liegen bleibt, weil das Glas ja ein bisschen weiter seitlich ist. Aber ich denke, wenn der Hopper, der zieht das auch von der Seite ein kleines bisschen rein, dann sollte das Ganze schon klappen. Was fehlt uns noch? Sandstone fehlt uns noch. Brauche ich mal eigentlich wieder den weißen, weil das ja wieder eine Farm ist. Jawohl, haben wir auch da, sehr schön. Genau, das wollte ich machen, ich wollte es wegschmeißen. Bum, dann machen wir es daher. Genau, also. Da habe ich leider keins. Gibt's ja nicht, da muss doch ein Kabel liegen. Da liegt's. Sehr schön. Genau, und dann bauen wir uns da einfach eine kleine Hühnchenform auf. Da ist ein Loop drinnen. Gut, um das kümmere ich mich dann später. Da gehört natürlich noch Fassade drauf. Alles kein Thema. Wir brauchen ja da nur unseren Hopper mal anschließen. Dann machen wir da eine Karte rein, dass der einfach alles importieren soll. Brauchen wir den gar nicht, was machen wir denn für ein Mist? Jawohl. Dann hoffen wir mal, dass das so funktioniert, das Ganze. Mach jetzt einfach so zu und fertig. Okay, die machen wir weg, die machen wir einfach. Dann machen wir es daher. Die kommt komplett weg. Genau, und dann machen wir jetzt da noch unser Glas drauf. Es verbindet sich wieder wunderbar mit dem da drüben. Sehr schön. Ei, ei, ei. Genau, und da müssen wir. Ja, jetzt hat er das importiert. Genau, und da können wir jetzt unsere Hühnchen quasi reinschmeißen. Sprich. Wir bauen den Spawner vielleicht doch da oben her. Genau. Hühnchen rein. Zack, zack, zack. Genau, und da kommen jetzt jede Menge Hühnchen raus, die schmeißen wir da oben rein. Und dann sollten wir hoffentlich doch eine vernünftige Chicken Farm zusammenbekommen. Genau, sind die schon wieder bei 50%. Also Chicken Farm, sage ich schon, Eierfarm. Ich weiß gar nicht, wie viele das wir jetzt da reinstopfen können. Ich schnapp mir jetzt da einfach einen nach dem anderen. Haben wir den. Na. Ach komm. Sollten wir da vielleicht eine kleine Hilfstreppe oder sowas bauen. Und ich muss schnell sein. Okay, ich stopfe da mal kurz ein paar Hühnchen rein. Dann schauen wir mal, wie das weitergeht. So, wir haben jetzt leider ja, eine schöne Meute von lauten, nervigen Hühnchen drinnen.
Aber es funktioniert das Ganze. Wir haben jetzt schon 4 Eier und ja, die habe ich da rein noch oder sind da rein noch gespawnt, habe ich da rein noch reingestellt. Sprich, da sollten jetzt der Reihe noch einfach ein paar Eier hinzukommen und dann können wir da weitermachen. Hier war unten schon mal die waren so ein bisschen vermehrt. Das funktioniert recht schön. Also ich glaube, wenn wir da vernünftige Farm aufbauen, dann sollte das Ganze doch einigermaßen klappen. Jawohl, ich habe schon gehört, da ist schon wieder das nächste Ei und schon wieder das nächste. Ja, genau, da haben wir schon 6 Stück. 9 Stück brauchen wir für ein so ein Teil. Dann kommen wir da wieder weiter. Ich würde sagen, bevor wir jetzt, ja, Terrestrial Agglomeration Plate ist noch ein bisschen weit hin. Okay, da brauchen wir jede Rune einmal. Block of Mana Steel. Lapisblöcke ist kein Thema. Oh ja, da brauchen wir viel Mana. Und viel Soul Steel vor allem. Okay, das wird eine interessante Offscreen-Aufgabe, würde ich sagen. Also, die erste Rune machen wir auf jeden Fall gemeinsam. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, eher kleine Offscreen-Aufgabe. Was mich mehr interessiert, ist jetzt dieser Atomizer. Und da schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Was bekommen wir dann? Liquifier bekommen wir dafür. Okay, der braucht auf jeden Fall schon mal Strom. Der, so wie es ausschaut, nicht. Doch, der braucht auch Strom. Das ist ja ganz easy. Wieso haben wir den nicht schon lang? Nur so eine Frage. Die Frage, bringt er uns überhaupt was? 6 Stück unten, einer oben. Genau, dann machen wir uns den Atomizer und da bekommen wir noch den. Nicht da drin, sondern da drin. Den Liquifier. Okay, und die nächste Quest ist eh schon Rune of Water. Oh ja. Okay, das geht einigermaßen. Das sollte kein Problem sein. Enddiamond. Okay. Ja, bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist da Strom. Sprich, ich baue die jetzt einfach mal ganz billig da dran. Und der bekommt keinen Strom. Okay, das ist ein Item in Flüssigkeit und Flüssigkeit in Item. Okay, also da können wir irgendwas. Ah ja, da steht es eh. Da können wir Wasser in dieses H2O umwandeln. Brauchen wir für Wet Sand. Ah ja, und das brauchen wir dann für die Rune of Water. Okay, das funktioniert quasi schon mal. Brauchen wir nur noch einen Platz, wo wir das Ganze hinbauen. Denn so wie es ausschaut, klappt das Ganze nicht so richtig. Genau, das machen wir wieder zu. Da kommt wieder eine Fassade ran, alles ist gut. Und hier können wir eben den Atomizer, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Na, müssen wir sogar noch eins weiter. Ah, das gefällt mir aber nicht so ganz. Machen wir es einfach so und fertig. Egal. Wir brauchen einen Exporter. Und zwar für Strom. Beziehungsweise 2 Stück brauchen wir. Einen da. Und da auch noch 2. Und dann sollte das aber hoffentlich klappen. Genau, jetzt haben die Strom. Sehr schön. Und was sollen wir jetzt um. Ah, genau, wir haben ja dieses Wasser gebraucht. Wir brauchen 8 Stück. Okay, das ist einfach nur ein Bucket Wasser. Das ist fast ein bisschen einfach. Schon wieder vergessen. Genau, und dann bekommen wir da die 8 Stück raus. Okay, wir bekommen 16 Stück. Auch okay. Dann, genau, dann können wir schon mal mit dem Wet Sand und anfangen. Genau, ich glaube einmal Sand und das außenrum. Genau, dann haben wir Wet Sand. Aber ich glaube, die Quest war sogar 2 von denen sollen wir machen. Genau, 2-mal Rune of Water. Ah, wir bekommen 2. Okay, sprich, wir brauchen nur einen Wet Sand. Glaube, ich tippe das einfach mal besser da ein. Dann Watermelon Jello. Genau, und dann können wir da unsere erste Rune mal craften. Und ja, wie gesagt, die ganzen. Ja, wir werden mit Sicherheit nicht alle Runen gemeinsam craften. Das ist ein bisschen langweilig, finde ich.
Aber eine kann man schon mal machen. Haben wir jetzt das schon gemacht? Hallo? Ah, uns fehlt's da nur an dem Zeug. Hier fehlt bloß ein Wasserheimer. Ich weiß nicht, warum der die anderen nicht nimmt. Das ist ein bisschen doof. Aber okay. Ich habe übrigens einmal geschaut. Also ganz ehrlich, diese Mana-Quest. Diese Endgame-Mana-Quest. Die ist einmal richtig heftig. Da müssen wir ja wirklich 100 volle Mana-Pools abgeben. Und das zieht sie. Also da müssen wir, also, da muss ich wirklich offscreen eine krasse Farm aufbauen, dass das überhaupt irgendwie funktioniert. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal das, was wir noch nicht gemacht haben. Enddiamond haben wir gemacht. Leather of the Sea. Das können wir einfach craften, das ist schon mal sehr gut. Mana Steel, da brauchen wir ja dieses Soul Steel. Ich habe die Befürchtung, dass ich gleich mal alle reinschmeißen kann. Und Inferno Fuel. Da haben wir Kohle-Dust. Okay, haben wir auch. Schmeißen wir da kurz rein. Okay, das eine reicht mir jetzt mal für den Anfang. Jawohl, dann haben wir das Inferno Fuel auch. Dann können wir die beiden schon mal reinschmeißen in diese Suppe. Okay. Und da schmeiße ich jetzt einmal bloß einen rein. Jawohl, und was fehlt uns jetzt noch? Also das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das mache ich gleich. Das haben wir auch. Die Dark Soul fehlt uns noch. Die glaube ich mache ich auch offscreen. Ja, ich mache das kurz fertig und dann schauen wir uns das Endergebnis kurz an. So, ich müsste jetzt eigentlich alles zusammen haben. Schmeißen wir das da nochmal frisch hin. Genau. Wie viel Mana haben wir denn mittlerweile? Ja, fast gar nichts. Sehr schön. Ja, es kann sein, dass das jetzt gar nicht funktioniert. Aber wir haben jetzt zumindest mal alle Zutaten. Und dann wird es halt einfach eine gewisse Zeit dauern. Zack, zack. Und war das jetzt der richtige? Jawohl, es funktioniert. Okay, es geht doch relativ schnell voran, muss ich sagen. Genau, und jetzt scheitert es leider. Ah, es geht. Wow, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt definitiv nicht gerechnet, dass wir diesen Erfolg jetzt nur so schnell bekommen werden. Wir bekommen wieder gar nichts dafür. Danke fürs Gespräch. Aber was wir haben auf jeden Fall schon mal ist die Rune of Water. Jetzt brauchen wir eben nur noch Fire. Da können wir mal schauen. Brauchen wir wieder das gleiche. TNT ist kein Problem. Fire Diamond auch nicht. Seed of the Nether. Die müssen wir uns wirklich... Okay, da brauchen wir wirklich einen Block of Coal. Aber ihr seht es selber, mit dem Coring funktioniert das recht schön. Dann die Rune of Air. Mana Steel, Mana Powder, Dark Soul. Enzym. Okay, aber das ist auch machbar. Ich muss halt irgendwie schauen. Okay, da kann man Lapis benutzen. Bone Meal. Das ist rot mit Pink. Rot, Blau und... Ja, okay, das kann man zusammenmischen. Kaktusgrün ist auch kein Problem. Inksec müssen wir schauen. Okay, im Notfall kann ich den Pilz machen. Rot, Gelb ist überhaupt kein Thema. Sehr schön, dann eine fermentierte Feder. Glas und ein Eimer. Ja, okay, das sind dann wirklich krasse Rezepte. Das können wir auch machen. Rune of Mana. Okay, da brauchen wir jetzt sehr viel Mana dafür. Und
Genau, die haben wir ja schon gesehen. Dafür brauchen wir die Egg Charcoal. Ansonsten ist alles relativ das gleiche. Also ich denke, ich mache da einfach mal eine gute Portion von den Runen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben heute auch wieder ein bisschen was geschafft. Wir haben unser erstes Mana, wir haben unseren Altar, der läuft. Wir können Flüssigkeiten in Reagenzgläser abfüllen. Und genau andersrum, Reagenzgläser wieder in Flüssigkeiten umwandeln. Und wir haben die ersten Runen gemacht. Genau, und dann kommen wir hier weiter zu Terra Steel Composer Cell. Okay, das wird auch nochmal interessant. Das glaube ich aus von Solus. Das müsste alles von Solus dann wieder sein. Das ist quasi das, mit dem wir die Mobfarm am Laufen haben. Da muss ich auch schon wieder fleißig abernten. Ich denke, da werde ich einfach mal die komplette Base zubauen mit dem Zeug, dass wir da ein bisschen einen Vorrat haben. Und dann bauen wir uns da auch noch eine schicke Farm. Sollte überhaupt kein Thema nicht sein. Und ganz zum Schluss wieder zum Schauen. Ja, wir haben 29 Eier. Genau. Und damit kann man arbeiten. Sprich, die können wir jetzt einfach durchbrennen. Schauen wir nochmal kurz. Okay, die muss ich einfach nur in die Lava schmeißen. Schauen wir mal, wenn wir das jetzt schaffen. Nein. Jawohl, funktioniert. Sehr schön. Okay, da muss man sich halt ein bisschen Geduld spielen. Aber es funktioniert. Jetzt seht ihr es selber. Und dann können wir uns das craften, was wir brauchen. Haben wir schon 3 Stück. Sehr schön. Okay, damit würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wie immer bei uns, bitte gerne abonnieren, bewerten, kommentieren. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und sag bis zum nächsten Mal. Ciao.